So, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge. Wir sind ja hier stehen geblieben. Hatten gerade den Buggy bekommen, hab tatsächlich auch meinen Controller angeschlossen. Tatsächlich. Jetzt sollte das einiger flüssiger gehen. Und gleich wieder fighten. Das geht doch mal klar. Geil. Wir haben die Gegner überrascht. Das sind so Harpien-ähnliche Kreaturen. Den machen wir aber ordentlich Damage. Wir haben ja letztens aus der Gefangenschaft freien können, haben beim Race ordentlich reingeknattert, aber haben trotzdem es geschafft, rauszukommen. Na, das ist ja genial. Und jetzt haben wir dann als Belohnung, glaube ich, noch einen Buggy bekommen. Und mit dem können wir ordentlich abcruisen. Barret geht ab. Fliegen sicher. Und ja, habe vorhin getestet. Ich habe auch unten links einen Controller platziert. Tatsächlich, wenn euch der ein bisschen stört, werde ich ihn das nächste Mal entfernen. Tatsächlich. Alles, was der beim Kampf blockiert, ist tatsächlich unten der Name von Barret. Ne? So viel macht das nicht aus. So, Zauber. Wir wollten Zauber von Kate. Zauber. Zack, 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 zack. Boom. Wir wollten die Karte mal unten rechts erforschen. Wir wollten wissen, wir konnten jetzt gleich auch über Wasser fahren. Oder nicht? Fahren wir mal hier oben hin. Vielleicht gibt es hier nochmal was. Nope. Dann gucke ich mal unten links, also oben links in der Ecke. Und dann schauen wir weiter. Das hören sie auch von Leuten, die sich ein Fernglas kaufen. Tentakel. Octopups. Ab geht's. Bumm. Beben macht gut Damage. Die sind schwach. Okay. Feuerball, Junge. So einen großen Feuerball, Junge. Scheint eine Schwäche gegen Feuer zu haben und Kate schafft es nicht ganz, den zu zerstören. Glaube, der meinte irgendwas mit Sephiroth. Der wusste irgendwas mit der Position von Sephiroth. Ich bin gerade nochmal zurück zu erinnern, was letztens geschah. Da hatten wir versucht, Sephiroth zu finden. Dann sind wir gefangen worden und dann wollten wir weiterschauen. Und dann haben wir die Info bekommen, falls wir ein Autogramm wollen. Das wollen wir aber nicht. Wir wollen den Sephiroth fertig machen. Kleine Fischis. Kleine Fischis. Schließt. Aufwärtshaken. Das ist ein Hadoken. Cloud Limited ist bereit. In. Die erinnern mich irgendwie von Legend of Zelda, die Fische, die man ab und zu bekämpft hat bei Majora's Mask tatsächlich, die einen angegriffen haben. Ja, logisch, Feinde greifen einen immer an, aber ihr wisst, was ich meine. Sauber. Hab auch an dem Mikrofon ein paar Einstellungen vorgenommen. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen angenehmer. Raumzeitbombe. Die apropos Raumzeitbombe. Ich weiß jetzt, das ist nicht auf die Zeit bezogen, aber ich habe mal selbst, als ich in der Schule war, so eine Raumbombe gezündet. Im Sinne von, ich habe gefurzt, dann hat der Lehrer gedacht, die Heizung leckt aus, weil es so gemüffelt hat. Ich hatte Blähung nach Fußball. Ich musste so heftig knattern. Es tat mir leid, ich musste auch grinsen. Heilung? Aber braucht man nicht. Machen wir mal als Baby. Ich glaube, da musste man nach, hat er auch nachher den Hausmeister angesprochen. Das tat mir nachher auch leid, ne? Aber das sind so Geschichten aus der Vergangenheit. Ich glaube, niemand hätte da mit Stolz gesagt, jawohl, ich habe so geknattert, da dachte man, da leckt eine Heizung aus. Ja. Ach Mann. Die guten alten Zeiten. Hatte tatsächlich aber auch in der Schulzeit eine Heizung, die wirklich geleckt hatte. Im Sinne von, die hat richtig rausgetropft. Ja, und im Winter konntest du nicht heizen. Das war anders belastend. So. Zauber nochmal alle heilen. Bam, 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 bam. Barret, Barret heile ich auch, genau. Muss man separat nochmal absteigen, oder?
Jetzt habe ich die Steuerung vergessen. Ach, du musst... Ah, lol. Okay, du musst nochmal separat dann aussteigen. Genau, dann gucken wir mal oben rechts. Da war ja auch nochmal ein Punkt. Da. Wir machen einfach nochmal Angriff. Das geht hier am schnellsten. Haben auch genügend Zelte dabei. Wir haben 10 Stück dabei. Hab tatsächlich die Aufnahme gestartet, also zu gucken, ob alles funktioniert. Hab eine Chimera geklatscht und das war alles. Und dann auch ein Zelt verwendet. Also ich habe insgesamt offscreen ein Zelt verwendet und eine Chimera geklatscht. Es tut mir leid, dass es nicht auf der Aufnahme drauf war. Wie gesagt, hab nur kurz geguckt, ob alles funktioniert. Danach ist es low und dann war es. Tut mir leid, schreibt mir die an. Obwohl, schreibt mich an, es gefällt mir. So, wir kriegen auch ordentlich Cash. Sozusagen ist sozusagen, als würden sie sozusagen sagen. Hier kommt man jetzt rüber, aha. Eine riesige Nuss. Analyse. Silbernes Rad. Barrett macht einfach mal Poisoner. Hey, Poisoner klingt doch eher giftig. Dann machst du mal Blitz auf den. 500 HP, okay. Miss. Verdammt. Gibiu! Silbernes Rad. Erinnert mich irgendwie wie so eine Art Digimon. Ah, Digimon waren auch geile Zeiten. Ich habe da irgendwas bekommen. Weiß nicht was, hab zu viel gedrückt. Ich glaube Materie habe ich irgendwas bekommen. Extra HP, Ramos. Rabu? Habe ich das gerade bekommen? Beschwört Rambo. Behandlung Poisuna ist was Positives, sehr gut. Dann kriegst du eine Beschwörung. Da gehen wir mal rein, shoppen. Ah, hier sind wir wieder. Und da geht die Frau einfach wieder. Seht uns sofort und haut wieder ab. Wir gehen zur Bar, Mann. Bitte, wenn du nichts von mir kaufst, komme ich nicht über die Runden. Okay, kauf ich mal was. Ne? 4 Slots. Wachstum normal. Fassung 4. Okay, ich kaufe das. Ich kaufe das zweimal. Molotow. Ja, geil. Ah, habe ich schon. Carbonreif, Platinreif, ausgestattet 3, na komm, weiter geht's. Also, Hallöchen, Schnecke, hey, ich dachte, du würdest mal reinschauen. Das sind 1, 2, 4 Fische insgesamt, nicht schlecht. Willst du was trinken? Okay, lass dir Zeit. Mhm. Mein Wald, Trippel, mein... Es tut weh, mit bloßen Füßen zu kicken. Ha, mein Ball. Einer. Mein Ball. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Olle. Okay, ich hoffe. 1, 2, 3 und los. Der sieht mir doch... ich will zum Dicken. Schau. Toll, wenn ich eine hübsche Aushilfe hätte. Meinte jetzt, dass ich nicht hübsch genug für ihn bin. Der hat verkauft Limonade. Wie wäre es mit einem Souvenir? Eine goldene Nadel kaufen. Was macht eine goldene Nadel? Ach, versteinert aufheben. Kuriert Zorn. Ich kaufe nochmal ein Zelt, weil ich es verbraucht habe, damit Leute nicht denken, ich verbrauche nur die Sachen, wenn ihr nicht dabei seid. Die Schwimmanimation finde ich echt knorke.
Ey, Baby, bist heute per Anhalter gefahren? Siehst echt mitgenommen aus. Ah, jawohl. Nein, ich wollte da nicht rein. Okay, wo stehe ich jetzt hier? Okay, gehen wir mal links lang. Kommt man... hier waren wir noch nie. Piepmetze, die Piepmetze greifen von hinten an. Das erinnert mich an Zapdos. Es ist nur braun. Also Zapdos ist gelb, ja, ich weiß nur, der Vogel hier ist braun. Deswegen sage ich braun, nicht gelb. Aber es ist schwacher Piepmatz. Schwach. Nix kann's, ey. Ein bisschen KFC-Bucket. So, hier cruisen wir drüber. Miau. Kann man hier drüber brettern? Nein. Kann man hier nochmal was gucken? Nein. Dann gehen wir in die Höhle. Nachdem wir ein bisschen gebrawlt haben. Du, wir zerstören die Nuss. Greifen an. Barret kann mal beschwören. Den wollte ich mal gucken. Donner der Gerechtigkeit. Oh Gott, was ist das denn für ein Sound? Habe ich ja ganz vergessen, dass der existiert. Es ist Gandalf. Seit wann habe ich denn den dabei? Ja, moin. Die Nuss am Ende einfach so... So wie ich immer. So wie ich immer. So, Gehen wir halt so rein. Weiß jetzt auch nicht, ob wir hier richtig gerade gehen. Nicht in das Licht. Zack. Ah, jetzt kommt noch mal ein Fight. Der Dino. Und ein Pilz. Red, beschwör noch mal. Ich glaube, der macht AOE-Damage, kann das sein? Und dann normaler Angriff. Normaler Angriff. Also auf den Sound komme ich nicht klar. Was ich aber sagen kann, macht wenigstens auch. Der ist immun gegen Donner, okay. Verzeihung, dass ich es versucht habe, Zapdos hier. Warum sind Neutronen so selten auf Partys zu sehen? Sind halt nur für geladene Gäste. Oh! Nee, hier war schon, okay. Dann bin ich hier komplett falsch. Also komplett falsch weiß ich nicht, aber ich muss erstmal wieder zu meiner Karre. Kann man hier auch einfach wegrennen? Ich frag für einen Freund. Ja, Reihe? Nee. Na komm, dann spamme ich einfach A. Das A steht für Angriff. Piepmatz kaputt, noch ein Piepmatz kaputt. Schlag drauf. Ich weiß nicht, warum Kate so random Damage macht. Im Sinne von einmal macht er 68 Damage, dann schätze ich den eigentlich eher als physisch schwach ein. Es kann halt sein, dass die Gegner hier auch einfach zu schwach sind vom Level her. Dass er deswegen so eine kräftig rein zwiebelt. Streite ich nicht ab, alles mit. So, gehen wir wieder ins Auto rein. Erstmal wieder heilen. Zauber, Heilung, heilt dich selbst, heilt die ganze Gruppe. Ich mag die Katze. Ich mag generell viele Tiere. Ich mag Kinder, Hunde,
liebe Katzen. Gut zu Vögeln bin ich auch. Flachwitze. Oh. Es ist schon wieder Dinos. Wir prügeln die einfach nochmal weg. Das geht, glaube ich, am schnellsten. Silbernes Rad. Jetzt weiß ich, woran der mich erinnert. An South Park irgendwie. Der erinnert mich an South Park. Diese Kanadier, die sind ja auch so ähnlich aufgebaut. Also in der Serie zumindest. Ach, da kann sich multiplizieren. Die und die Lehre haben wir nicht drin. Das ist mein Gehirn, das erst so spät geschalten hat, als es gesehen hat, dass es multipliziert wurde. Ich glaube, die Ruine ist hier oben. Da müsste ich nochmal schauen, ob ich da reinkomme. Müsste ich nochmal drücken. Ich muss aussteigen. Die sehen ja richtig nice aus. Du machst einen Angriff. Klaut, du machst meine Beschwörung. Ifrit. Die Dämpfer droppen Münzen. So, Ifrit. Die Augen. Jetzt kommt der Mundgeruch. Miau. Hadoken. Ah, sind auch gut noch dabei mit der HP. High Potion. Man muss aussteigen. Alles klärchen. Verzieh dich. Die einzige Art, hier genügend Kohle zusammenzukratzen, ist das Sammeln von Schrott. Bitte kauf etwas, egal was. Kaufen. Phoenix wieder. Zelt. Ja, komm, kauf ich einmal ein Zelt. Was willst du kaufen? Deine Geschichte. Jetzt mal kaufen. Verwandlung. Habe ich. Riedfrosch. Schrumpfhorn. Dann will ich mal deine Geschichte hören. Deine Geschichte hören. Nimm die Straße links an der Anhaltestelle. Die selber bringt dich zum Goldsaucer. Uns Amtsschlucker bringt das natürlich nichts. Wenn du überleben willst, dann brauchst du ein paar von meinen Waffen. Schauen wir mal, was du für geiles Zeug hast. Super die. Bringt mir nichts. Carbonreif. Molotow. Ja, ich glaube eher, du hast Schrott. Wollten wir hier lang? Ich glaube nicht. Haben wir ein bisschen gelevelt? Dann gucken wir noch mal ein bisschen links. Was hier links los? Hier ist nur Berg. Schon wieder diese Piepmetz wieder ab. Ah, Spam! Spam. Fliegen sicher. Dann mache ich das ein Level-Part und dann mache ich gleich eine zweite Aufnahme hinterher. In der Hoffnung, dass wir weiter Progress machen. Ansonsten muss ich googeln. Und zack. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt schon ein bisschen overlevelt bin. Die Raumzeitbombe. Hier unten geht's weiter. Hier geht's weiter, jawohl. Ist hier rechts irgendwas? Das gibt's häufig immer mal so ab und zu abgeschnitten. Da ist was. Dann würde ich aber sagen, dann machen wir hier einen wunderschönen Cut rein. Danke fürs Zusehen und schaltet auch bei der nächsten Folge wieder rein. Dann geht's gleich weiter mit einem Häuschen. Tschüss.